Zum heutigen Ausflug eine schöne Überraschung. Ich war nur mit dem Zoe ganz normal unterwegs, bin etwas übers Land gefahren und Tatsache, selbst hier gibt es reine Elektrofahrzeugparkplätze, auf denen man frei stehen kann, während des Ladevorgangs steht da. Ja, und ansonsten ist der Zoe angemeldet und das Fahrzeug wird geladen. Und so gibt es jede Menge solcher Elektrofahrzeugparkplätze mit Ladestationen. Und der Vorteil beim Zoe ist, im Navi kann man sich direkt dahin bringen lassen. Mehr noch, das Navigationsgerät zeigt sogar auf der Navikarte den Radius, den man mit der vorhandenen Batterieleistung noch schafft. Man kann also von vornherein sehen, bekomme ich den Wagen noch bis zur Ladesäule oder nicht. In dem Fall hat es gut geklappt. Und jetzt lass dir es schmecken. So, kleine Schwimmbadrunde beendet und 4,9 kW hat er geladen in den letzten 2 Stunden. Also schönes Ergebnis. Jetzt kann es weitergehen.